Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Und auch in deinem Leben werden Gottes Zusagen in Erfüllung gehen. Er führt dich durch, so wie es auch im Psalm 23 steht. Du bleibst nicht im dunklen Tal sitzen, sondern es geht heraus. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich möchte euch heute ein bisschen über die Schule berichten. Der eine oder andere von euch hat vielleicht gar keine so gute Erinnerung an die Schule. Der eine oder andere steht auch gerade mittendrin. Aber zur Schule zu gehen, das hat ein Ziel, dass wir Erkenntnis bekommen, dass wir etwas lernen, dass wir weiterkommen und dass wir vorwärts kommen. Und genau so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Auch da müssen wir zur Schule gehen. Manches Schuljahr war vielleicht hart, manches Schuljahr war Freude, je nachdem. Und alle müssen wir eine Schulzeit durchmachen, mehr oder weniger erfolgreich. Unser ganzes Leben lang sind wir konfrontiert mit Veränderung und einem Lernprozess in unserem Leben. In Deutschland ist die Schulpflicht und wir können es gar nicht aussuchen, ob wir hingehen wollen oder nicht. Es ist Pflicht. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben. Sobald wir unser Leben Jesus Christus gegeben haben, kommen wir in die erste Klasse der geistlichen Schule. Und da ist auch so manches harte Schuljahr. Die Klassenarbeiten im geistlichen Bereich sind manchmal auch schwierig. Es gibt schwierige Situationen zu überwinden oder unsere Herausforderungen im Alltag. Und am Anfang meines Glaubenslebens habe ich auch schon so manche Klasse wiederholt. Man denkt oft menschlich, bis man versteht, was Gott meint, was Gott einem sagen will. Und ich habe da so manches auch nicht gleich kapiert. Für manches habe ich lange gebraucht, bis ich es verstanden habe. Vor allem, als ich noch nicht unterscheiden konnte, dass meine Mitchristen keine Heiligen sind, so wie sie sich verhalten haben. So im ersten Feuer, kennt ihr vielleicht auch von eurer Bekehrung, da meint man, jetzt ist alles gut, alles fertig, alles perfekt und jeder ist gleich. Ja, und dann kommen so die ersten Dämpfer, ich will es mal so sagen. Am Anfang dachte ich, alle Christen, die den Heiligen Geist haben, sind fertig für den Himmel. Und in dieser Zeit brauchte ich einfach Nachhilfeunterricht, um das zu verstehen, was mir da von meiner Umgebung geboten wurde. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel die Bibel studiert. Und das Bild, das die Bibel mir zeigte in Bezug darauf, wie wir uns verhalten sollten, stimmte überhaupt nicht mit dem überein, was ich sah und erlebte. Vielleicht kann das mancher von euch auch nachvollziehen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was richtig und was falsch war. Und das hat mich einige geistliche Schuljahre gekostet, bis ich verstanden habe, wie ich damit umgehen kann. Gott hat mir dann Stück für Stück anhand von Bibelstellen gezeigt, wo ich Antworten fand und wo ich weiterkam. Aber das Wichtigste war, dass ich mich krampfhaft am Wort Gottes festgehalten habe.
daran geklammert habe. Und das war sozusagen mein Rettungsanker. Ich habe damals oft Gott die Bibel vorgehalten, so richtig in die Hand genommen und ihm vorgehalten und gesagt, da steht es geschrieben und ich weiche keinen Millimeter davon ab. Egal, was der oder jener sagt oder tut. Und das hat mich weitergebracht. Und das waren mit meine besten Zeiten mit dem Herrn. Intensivschule. Und jeder von uns ist in der Schule Gottes. Es geht nicht ohne Schulausbildung, auch nicht im Reich Gottes. Und in der Schule gibt es viele verschiedene Fachgebiete, wisst ihr auch. Das eine macht man gern, das andere nicht so gern, aber alles kommt dran. Und in Sprüche 4, Vers 23 bis 27 haben wir eine Anweisung für unser Leben. Da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Hier lesen wir von einigen Fachgebieten der Schule Gottes. Bewahre dein Herz. Pass auf, was aus deinem Mund herauskommt. Hüte deine Zunge. Hüte deine Augen, dass sie nicht abschweifen von Gottes Wort. Gib Acht auf die Bahn deiner Füße, also wo du hingehst. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, meide das Böse. Biege nicht ab zur Rechten noch zur Linken, das heißt, laufe nicht anderen Dingen nach. Laufe nicht anderen Göttern nach oder anderen Dingen, die dir besser erscheinen oder anderen Dingen, die dir vielleicht mehr zu helfen scheinen als Jesus. Es ist nicht nur einfach Gottes Wort, das wir lesen oder hören, sondern wir sollen danach leben. Leben als Nachfolger von Jesus. Jünger zu sein ist ein Weg, auf dem wir wachsen, dem Ziel entgegen. Und was heißt es für uns? Ein Jünger ist nicht etwas, das man plötzlich ist oder wird, sondern ein Prozess, den wir durchmachen. Im Missionsbefehl von Jesus in Matthäus 28, 20 heißt es, und lehret sie, das zu halten bzw. zu tun, was ich euch befohlen habe. Das heißt, diejenigen, die Jesus nachfolgen wollen, die sollen gelehrt werden zu tun, was Jesus sagt. Und hier sehen wir, es ist ein Prozess und keine Sache, die man plötzlich hat oder ist. So wie ich gemeint habe am Anfang meines Glaubenslebens, wenn ich mich bekehrt habe und den Heiligen Geist habe, bin ich fertig für den Himmel. Das ist nicht so. Es ist ein Prozess, wo wir hineinwachsen müssen. Es heißt ja auch, wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Und das kann man nur in einem Prozess. Es ist Schulbildung, es ist Ausbildung im geistlichen Bereich. Und Jüngerschaft hat auch etwas mit Entscheidung zu tun. Niemand wird automatisch zum Jünger. Ich muss mich entscheiden, ein Jünger oder Nachfolger Jesus sein zu wollen und auch entscheiden, in diese Schule gehen zu wollen.
Wenn ich mich nicht entscheide, bleibe ich immer auf dem Weg der Kompromisse. Jemand, der weiß, wie etwas funktioniert, macht keine Kompromisse. Wenn du gelernt hast und weißt, Jesus zu vertrauen, dass er dich heilt, dass er dir hilft, dass er dich verändert, dann wirst du dich auch nicht abbringen lassen davon. Du weißt genau, gute Saat bringt gute Früchte hervor und du wirst keine schlechte Saat in dein Leben lassen. Wir probieren es manchmal, aber es funktioniert nicht. Und wir werden nicht automatisch vollkommen. Wir müssen darin wachsen. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine gute Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Er selbst wird das tun. Und wir müssen da hineinwachsen, damit wir befestigt, gekräftigt, gegründet und vollkommen werden. Das ist ein Wachstum. Und Jesus hilft uns, stark zu werden, gegründet in seinem Wort und einen festen Stand zu haben. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Verwandelt sollen wir werden, und das geschieht, wenn wir lernen. Wir müssen anders denken als die Welt und wir müssen prüfen können. Die Bibel sagt, wir sollen das anstreben, aber das kommt nicht von alleine. Die Definition des Wortes Jünger ist Lernender, Schüler, Nachfolger, Anhänger, Lehrling. Willst du ein Lehrling Gottes sein? Ich bin ein Lehrling Gottes. Da steckt Hören drin. Unterordnung, Arbeit, Konsequenz und Ausdauer. Im Englischen heißt es Disciple. Das heißt, einer, der Jesus diszipliniert auf Schritt und Tritt nachfolgt. Und das gefällt mir, diese Übersetzung, denn sie trifft genau den Punkt. Disziplinierte Nachfolge auf Schritt und Tritt. Nicht kompromissvolle Nachfolge. Oder wenn es mir nicht passt, mache ich etwas anderes. Wenn im Wort Gottes etwas steht, was uns nicht passt, ist es trotzdem Gottes Wort, an das wir uns halten sollten. Wenn zum Beispiel im Wort Gottes steht, dass wir nicht Ehe brechen sollen, haben wir uns danach zu halten. Das heißt, wir sollen keinen anderen Mann oder Frau neben unserer Ehe haben. Wenn deine Seele nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes ist, kann der Feind deine Gefühle, deinen Verstand und deinen Willen durcheinander bringen. Und es gibt Situationen, wo wir so verwirrt sind, dass wir nicht wissen, was ist richtig und was ist falsch. Wenn wir auf jeden hören, der uns irgendetwas anderes sagt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes haben, uns daran festhalten und die Wahrheit erkennen. Kompromisslos zu sein ist manchmal nicht angenehm und das tut manchmal auch weh. Vielleicht trifft es unseren Stolz oder die Bequemlichkeit unseres Fleisches. Gott wird nicht wegen uns die Bibel ändern, weil es uns nicht gefällt, weil wir beleidigt sind oder weil wir uns selbst verwirklichen wollen oder weil es uns nicht in den Kram passt
oder weil wir es nicht verstehen? Die Bibel sagt uns nicht, wenn du es nicht verstehst, mach etwas anderes. Und das ist genau der Grund, warum wir in der Schule Gottes bleiben müssen. Dass wir verstehen, was Jesus von uns will. Ein Jünger ist einer, der tut, was Jesus ihm sagt. Aktiv und nicht passiv. Kompromisslos. Kompromisslos heißt aber nicht, dass ich meinen Dickkopf durchsetzen soll. Diese Kompromisslosigkeit, von der wir hier reden, bezieht sich auf das Wort Gottes und nicht auf unsere Meinung. Es gibt auch Menschen, die kompromisslos ihre Meinung vertreten. Und es geht hier nicht um Meinungen, sondern um die Wahrheit des Wortes Gottes. Lass dich nicht einfangen von Menschen, die kompromisslos ihre Meinung vertreten. In 1. Könige 17, Vers 24 sagte die Witwe zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Wenn wir in Wahrheit sprechen und in Wahrheit tun, ist das sichtbar in unserem Leben. Menschen werden es sehen und Menschen werden es merken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in die Schule Gottes gehen, dass wir diese göttliche Wahrheit erkennen. Was nützt es uns, wenn wir gar nicht wissen, um was es geht? In Psalm 25, Vers 4 und 5 steht: Deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Schon David wusste, wie wichtig es ist, von Gott gelehrt zu werden, beziehungsweise in seine Schule zu gehen. Und ich glaube, David hat einige Intensivkurse gemacht in seinem Leben. Die Zusagen Gottes gingen in Erfüllung in seinem Leben, trotz vieler Herausforderungen und Bedrängnisse. Und auch in deinem Leben werden Gottes Zusagen in Erfüllung gehen. Manchmal sieht es nicht so aus, so wie im Leben Davids. Aber Gott steht zu seinem Wort, auch heute noch. Und das wird sich nie verändern. Und deshalb werden auch die Zusagen in deinem Leben in Erfüllung gehen. Aber du musst dranbleiben. Du musst festhalten an Gottes Wort. Auch du wirst Gottes Eingreifen und Hilfe erfahren. Er führt dich durch, so wie es auch im Psalm 23 steht. Du bleibst nicht im dunklen Tal sitzen, sondern es geht heraus. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist uns lehrt und uns in alle Wahrheit leitet. Wenn wir nicht wissen, wie die göttliche Wahrheit aus dem Wort aussieht, kann jeder auf uns abladen, was er will, und wir wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Und das bringt Verwirrung. Du wirst dich immer schuldig fühlen, wenn du nicht weißt, was richtig und was falsch ist. Satan kommt immer mit Schuld und Verdammnis. Und wenn du weißt, dass deine Schuld vergeben ist, dass du sie abgeladen hast am Kreuz, dann kann dir der Feind nichts anhaben. Die Wahrheit setzt uns frei, die Stimme Gottes zu hören. Johannes 18, Vers 37b: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und wenn wir uns verändern lassen durch Gottes Wort, hören wir auch seine Stimme, weil wir seine Kinder sind. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 5 und 6: Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt.
und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Es gibt auch einen Geist des Irrtums. Und dieser führt uns falsche Wege. Und ohne Wahrheit können wir die Lüge nicht erkennen. Wenn du nicht weißt, wie es richtig gehört, kannst du das Falsche nicht erkennen. In Johannes 17, 17 betet Jesus zum Vater: Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Sobald wir Gottes Wort, das die Wahrheit ist, erkennen, können wir den Geist des Irrtums und der Lüge identifizieren. Es gibt ein satanisches Lügensystem und das müssen wir erkennen. Johannes 8, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wenn wir die Wahrheit kennen, können wir Satans Lügen identifizieren. Und Johannes schreibt: Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. 1. Johannes 2, 21. Also, wir sollen nicht nur die Lüge erkennen, sondern uns auch entsprechend verhalten. Alles, was aus dem Geist des Irrtums kommt, müssen wir erkennen und ausräumen oder richtigstellen. Alles Falsche und Unwahre ablegen. Epheser 4, 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Wir gehören alle zu einem Leib. Wir sind alle Glieder an einem Leib. Wie kann es innerhalb eines Leibes Falsches und Unwahres geben? Eigentlich unmöglich. Wir sollten alle in der Wahrheit wandeln, Glieder an einem Leib. Jüngerschaft ist eine praktische und dienende Sache. Zuerst sollen wir Gott dienen und dann den Menschen. Ein jeder mit seiner Gabe. 1. Petrus 4, Vers 9 bis 11. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Es gibt viele verschiedene Gaben, natürliche Gaben und geistliche Gaben. Auch die Kleinigkeiten sieht Gott, sogar ein unscheinbares Glas Wasser. Es ist sogar wert, in der Bibel als gute Tat genannt zu werden. Und jeder von uns hat etwas einzubringen in das Reich Gottes. Selbst wenn es nur ein Glas Wasser ist für jemanden. Dein Nächster verkörpert das Reich Gottes. Ein Glas Wasser, wie gesagt, ein freundliches Wort. Selbst wenn du ihm nur die Türe aufhältst. Alles, was du deinem Nächsten tust, ohne Eigennutz, ist für Gott und sein Reich. Prediger 9, Vers 10.
Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Wenn wir uns das tagtäglich vor Augen halten, alles, was unsere Hand zu tun findet, sollen wir mit ganzer Kraft tun und mit der Liebe Jesu. Und wenn deine Hand an einer Türe ist, um sie aufzuhalten, dann tue es mit deiner ganzen Kraft für Jesus, so gut du es tun kannst. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.